Warum ist der Account nach 4 Wins und 2 Loses direkt in einem High-Elo-Game? Das liegt daran, dass ich dafür gezahlt habe. Ne? Das ist ein sogenannter Cheat-Account. Ne? Who's that Pokémon? It's no way for you! Ich hätte mal richtig Bock auf eine Runde Jhin, aber Jhin ist schon echt schlecht mittlerweile, oder? Aber wir haben nicht Ikarim, also wir haben eh gewonnen. Also lass uns eine Runde Jhin spielen. Ich spiele ihn mal an, mir Jhin zu picken, wenn er möchte. Mal hier, was sind wir denn? Cheap Shot, Taste of Blood. So, ein Absolut Fokus und ein Mana Flow Band. Alles an Damage, was geht hier. Klasse. Jinx Yumi. Dagegen kann man wahrscheinlich mit Jhin Freescaling haben, oder nicht? Das sollte doch absolutes Freescaling sein. Ich muss sagen, hier sieht jetzt Jhin nicht so attraktiv aus. Egal, spiel mal, ne? Spiel mal den Lachs. Oh, dann bin ich so furchtbar. No, 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 no. Ich will Quidditch spielen. Bitte lass mich Quidditch spielen. Oh Gott, oh Gott. Ich mache auch den Schnatz, ansonsten. Ja, wir werden auf jeden Fall Tabis brauchen hier. Die sind Full AD. Und die haben drei Tanks. Also eigentlich sollte das ein Freewind sein, ne? Ich bin gleich wieder da. Ganz kurz. Oh mein Gott. Bin gleich da. Ja, normal geht man, glaube ich, Boots. Aber ich kaufe einfach Dorans, weil ich dodge eh alles. Ist Fleet hier nicht besser? Nein. Also ja, eigentlich schon. Aber ich will es nicht kaufen. Ja, ich will es nicht mitnehmen. Okay. Kama hat gefragt, ob er zusätzlich einmal in der Woche so Highlights machen soll von der ganzen Woche. Der ist irgendwie, der ist irgendwie noch unterbelastet hier. So. Und ob da bei euch Interesse bestehen würde, ob ihr sagt, nee. Desto länger sie lebt, desto besser für uns, ehrlich gesagt. So. Alright, good job, kommt eh nicht allzu viel zusammen. Tatsächlich, in letzter Zeit haben wir echt viele gute Plays. Viele schlechte auch, aber wir haben auch viele gute Leute, okay? Es ist halt so ein Wechselbad der Gefühle, ne? Ich glaube, das ist genau das richtige Wort dafür, um das zu beschreiben. Geht man noch Swifties oder würdet ihr in einem Game, wenn die Jena Full AD sind, würdet ihr hier Tabis bauen? Was sagt ihr? Tabis oder Swifties? Was baut man denn mittlerweile auf hier Jhin? Ich bin gleich Level 6, ne? Ich kann einfach ulten, dann sind die beide tot, glaube ich. Ich brauche noch ein bisschen mehr als diese eine Wave hier. Das heißt, ich sollte die langsam genug pushen, dass sie bleiben wollen. Irgendwer von denen wird bestimmt gleich runterkommen. Sag mal, Leute! So sad, das ist so free. Nein. Why can we not do anything, please? Dann gehen wir Gale Force als nächstes. Und was wir hierfür gehen. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, ne? Ich bin halt AD Carry, ne? Ist nicht meine beste Rolle. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, wir könnten die ganze Zeit reingehen. Also wirklich die ganze Zeit. Ich bin so stark. Sehr, sehr schön. Das war jetzt sehr, sehr schön von der Leona alles zum Beispiel wieder. Muss ich nur beschweren, ist ja. Nehmen wir uns das her. Hier noch kein Ulti-Jinx. Also die können wir nichts tun, ne? Mich so tank. Es ist crazy, wie tanky ich bin mit den Plated Boots, ne? Ich will ihn noch nicht basen. Eigentlich hätte ich gerne noch die Gale Force davor. Wäre schön, wenn der Hikarim einmal runterkommen würde hier for free. Jinx ist, glaube ich, mit der beste AD Carry zurzeit. Ja, aber ich weiß gar nicht, wer ist denn der Beste? Der Beste ist wahrscheinlich Tristana, oder? Du hast Tristana und dann ist Jinx. Kaiser ist auch noch sehr, sehr gut, ja. Aber tatsächlich ist Jinx, glaube ich, mittlerweile sogar besser. Also, wenn wir jetzt nicht schwer täuschen. Ich will jetzt hier auf jeden Fall reinfahren, bitte. Ja. Schade. Bei sowas, glaube ich, darf ich nicht ulten, ne? Ja, bei sowas darf ich echt nicht ulten. Nee, nein, 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 nein.
Wie hat mich das denn getroffen? Wie hat mich denn das getroffen? Das war sehr bad von mir. Darf ich niemals sterben. Das ist AD Carry, Bro. Nee, das ist einfach, ich habe gegreedet und habe Gale forcen wollen, anstatt zu flashen. Dann habe ich meine Seminar Space nicht korrekt benutzt und dafür bin ich jetzt gestorben. Nichts anderes ist das. Ja, schwierig wird das. Da wird es sehr, sehr schwierig, das Game. I feel like... Ich hab schon wieder geendet zum Beispiel. Und das ist halt einfach nicht gut gespielt. So, wieder meine Gale Force. Aber ich muss die besser benutzen, meine Gale Force. Ich weiß nicht, wenigstens die Plated Boots hab, sonst wäre ich doch schon wieder tot gewesen. Und zwar verdient tot, ne? So misplayed. Aber ich habe aktuell noch nicht genug Schaden. Wisst ihr, das ist das große Problem. Ich glaube, ich habe einfach nicht genug Schaden zurzeit. So, schön ruhig bleiben hier. Wir müssen das carryen. Du und ich, Leona Man. Ich glaube, die nicht einfach rein ulten. Alle runterlaufen. Ne, actually gewinnt der Jonas, ha? Da fragt man sich halt, warum gehst du da rein? War so unnötig, da zu sterben. Er kann einfach warten. Wir kommen ja alle runter. Er wollte halt unbedingt den Solo-Kill haben. Ich meine, ich kann das verstehen. Aber sehr unnötig da gewesen halt. Darf ich hier langlaufen? Wo sind Blitz und Jinx? Können die hier sein? Könnten sie, ne? My bad. Mal müssen. Ein wichtiger Kill gewesen auch. Kurz weg gewählt von unserem Collector hier. Kann halt, also, es ist halt sehr ungut für mich zu sidelane in dem Game, ne? Würdet ihr hier Infinity Edge holen oder für was würdet ihr hier gehen? Ich glaube, ich gehe hier direkt Infinity. Sidelane gegen Yone ist nicht, was ich sehen möchte hier. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist nicht, was ich sehen möchte. Wir haben jetzt neuen Dark Harvest Stacks, ne? Ja, jetzt wird's mal hier nach oben. Schauen wir, dass wir uns das hier nehmen. Warum ist der Account nach 4 Wins und 2 Loses direkt in einem High-Elo-Game? Das liegt daran, dass ich dafür gezahlt habe. Ne? Das ist ein sogenannter Cheat-Account. Ne? Der ist nur für Influencer, logischerweise, ne? Wegen dieser Zwei-Klassen-Gesellschaft. Und du kriegst einfach bessere Gains, ne? Du kriegst bessere Spieler. Und zusätzlich noch werden die Games für dich einfacher. Ne? Ist klar. Das sind sogenannte Cheater-Accounts. Die wirkliche Antwort ist, es gibt Cheat-Account, praktisch ein MMR-System. Das ist eine Elo, die im Hintergrund läuft. Und der Account war einfach in der letzten Season schon bespielt und war relativ hoch in der Elo. Und deswegen spielt er schon von Anfang an gegen stärkere Gegner, weißt du? Einfach nur, weil er eben so eine... Achso, ich vergesse die Synergy immer. Einfach nur, weil er letzte Season schon hoch eingewertet war, weißt du? Oh, das ist huge. Game bot, boys! You know you get the clonk, yeah. That's goddamn right, heal the clonk. Könnt ihr sehen, Nation hier. Bitte. Sehr großzügige Hitbox für mich. Normalerweise, ne, was ihr euch erträumt, ist, dass wenn der Blitzkünder am Anfang von mir geroutet wird, was ihr euch praktisch erträumt, ist, dass der Darius den Blitzcrank hier ulten kann, damit er 5 Stacks kriegt und die Resets. Und dass er dann halt so komplett durchlaufen kann durch die, wisst ihr? Ist der Aimbot integriert im Cheater-Account? Ja. Auch eine kleine Aim-Assistance, ne? Aber ist nicht viel, ne? Ist nicht viel. Einfach durch. Wenn ich nicht kommen möchte. Ich meine, eigentlich irgendwer sollte halt oben. Theoretisch können wir aber weitergehen, nehme ich an. Aber ist halt nur Blitzcrank tot. Ich glaube, der Jon hat nicht geflasht, oder? Oh my goodness. Tja. Lang die Leona? Jetzt spielt sie echt sehr, sehr gut die ganze Zeit hier, die Leona. Jetzt auch Infinity jetzt ready. Und jetzt als nächstes können wir wirklich Rapid Fire gehen, ne? Oh, so damages. Wir haben richtig nasty Damage, ja. Jhin macht einfach so Spaß. Oh, das ist der geilste Champion im Game, ne? Mit weitem Abstand. Es gibt keinen Champion, der so ein cooles Design hat wie Jhin.
Oh, wir hätten finishen. Bitte sagt mir, ihr könnt trotzdem finishen. Das war so int von mir. Ich glaube, die können jetzt nicht finishen, deswegen. Oh mein Gott. I ran it the f*** down. Das Plate von mir, da werde ich sterben müssen auch, ne? Alter, ich liebe Jin. Was ein Champion das ist, ne? Oh, es ist so geil! AD Carry allgemein macht so unendlich viel Spaß zu spielen, wenn es läuft. Es ist wirklich mit Abstand die geilste Rolle im Game. Mit weitem, weitem Abstand. Wir werden am besten gespielt. Wir nehmen die Leona, oder? Ja, wir nehmen die Leona hier. Weil wir sind schon Diamond 3 mittlerweile. Klasse, ey.